Moinzen Leutzen, willkommen zurück zum Let's Play von von Minecraft Kingdoms Evolved. Ja, ich muss euch einfach mal kurz sagen, Dankeschön für alle, die noch hier zuschauen. Das Let's Play kommt nicht mehr ganz so gut an, es ist klar. Es sind jetzt auch schon 35 Parts, aber also mir macht es noch extrem viel Spaß. Ich werde es weiterhin machen, aber das Problem ist dann einfach der Server. Ich werde ihn einmal aufmachen, schauen, ob es mit 1 GB geht, sonst erhöhen auf 2 oder 3 und ihn frei offen machen. Noch nichts so dermaßen Schönes bauen oder so. Einfach mal, wer Lust hat, reinkommen, schauen, was so alles gemacht werden soll und so weiter. Und dann, wenn ich dann ein paar Leute habe, die auch wissen, ja, dass es halt nur vorwärts geht, wenn alle sehr nett sind und eigentlich viel gemacht wird, dann mache ich den Server natürlich so, wie ich ihn geplant habe. Aber ja, wenn da einfach nicht viel geht, kann ich da nicht einfach alles warten, oder? Das Renti haben wir weggeschmissen. Weggespawnt. Leider ist uns weggespawnt. So, also, eigentlich wollte ich wieder in den Twilight Forest. Ist natürlich jetzt gerade, ja, schon gut, aber sei sogar vorteilhaft, aber ein bisschen langweilig. Werde ich in ein paar Parts sofort wieder machen. Wir gehen ein wichtiges Biom zu suchen, und das ist der japanische Forest. Müssen halt laufen. Aber ich brauche das rote Holz fürs Haus. Ich brauche rotes Holz. Japanisches Kirschblütenholz. Also. Ach, meine Katzen wieder. Poltergeister. Und das so früh am Morgen. Also, wir gehen dort, wo wir noch nicht viel waren. Suchen dort. Weil wenn jetzt hier alles grüne Biome sind, dann ist dort auch, also, ja, kommt das sicher. Und wenn nicht, suchen wir halt ein paar Parts, aber, ja. Weiß auch nicht. Ist nun mal so, Minecraft ist sehr survival-lastig. Und, auch sehr fanlastig. Ich merke es auf YouTube, viele haben ganz, ganz wenig Zuschauer. Und manche haben ganz viele. Es ist einfach zu, man muss Fans zuerst bekommen. Und bei Path of Exile, da sind es wahrscheinlich Fans. Hier wahrscheinlich schon auch, aber nur 4 oder 5. Nun gut, es ist ja so, dass es meistens am Anfang kurz die ersten paar Videos super sind und dann abflacht. Muss ich da mal genau, ja, mich informieren. Und irgendwann mal kommen dann die Superfans, die ersten, die mutig sind und sagen, ja, alle Tage, ich bin ein neuer Fan. Nein, irgendwie, ja. Mal schauen. Also. Bananen. Sag schon. Avocados. Also, hier haben wir Strand. Auf jeden Fall wird mein Let's Play super noch. Bei
Ich habe so viel über diesen Baum, den ich ja machen will, nachgedacht, dass ich könnte nie fertig werden mit diesem Baum. Der wird sowas von gigantisch umfangreich sein. Abwechslungsreich, detailliert. Ich könnte schwärmen. Ach, schaut das mal an. Redwood Forest. Oder so etwas. Da haben wir Eis. So Schnee. Ich will nicht schon wieder an Land. Ich gehe jetzt mal hier runter. Ich hoffe, das Boot ist wieder nicht am richtigen, also ist am richtigen Platz. Also dann will ich unter, also im Korallenriff irgendwas machen. Zum Beispiel hier. Und da müssen wir noch alles gut anpassen. Ja, hier haben wir also Eis schon. Das sind doch diese Bams Plenty Apfel Arten da. So, kommt hoch. Hier haben wir noch schöne Blumen. Also, was ist das? Der tote Wald. Ja, Persimmons. Weiß nicht, was das auf Deutsch ist. Ja, ich kenn's. Wir haben eine im Garten. Wenn es überhaupt die sind. Aber ich denke schon. Sehen so aus. Goldruten. Aber eine lassen wir. Es ist ja auch nicht Farmbiom hier. Aber schaut euch das mal. Gladiolen. Cool. Ich wette, das ist eine Gladiole. Ja, Gladiolius. Das ist leider ein Leopard. Ich hätte gerne eine ja, ist gut. Ein bisschen lauter mal. Hier hat's überall schöne Sachen. Es ist so wunderschön. Was ist denn das? Zebra, aber von der Farmwelt. Jakarta haben wir, oder? Nehmen wir mal mit. Einfach mitnehmen. Alles rein. Da. So. Schön, schön. Sehr schön. Oh, schaut euch den Berg mal an. Ach, wie hübsch. Besonders hübsch, oder? Ich mag's. Wieder eine Granitwand. Da haben wir Kanali und Karnation. Oh, Goldruten. Danke. So, Dale. Da, Blutkarnation. Jakarta. Danke, das reicht. Habe ich schon zwei. Es gibt große Bäume dann. Nicht nur kleine Bischen.
Eine Katze. Dragoblumen. Ich habe Dragoblumen gefunden. Schau das an. Nehmen wir mit. Vier Raubkatzen haben wir. Was? Kürbisblumen. Schön, schön, schön. Der Maulwurf. Ja, danke schön. Ich wollte eigentlich dort in die Ferne schauen, aber ja, geht irgendwie nicht. Also, dann rennen wir mal wieder. Ja. Schottere Fleiber. Okay, Shellflower. Es gibt so viel zu entdecken. Hier im Abenteuerland. Da, die nehme ich mit. Die nehmen wir mit. Danke. Schon wieder voll. Ja, ist ja gut. Torsch-Chinch. Fackel, Chinch ist irgendein Gewürz oder so etwas. Chinch-Bread, Gewürzbrunnen, also. Ich weiß es nicht. Palmenlilie. Ah, oh, das ist ja das größte Paradies hier. Paradies. Schauen wir mal kurz runter. Ja. Ist ein Paradies, oder? Gut, dann gehen wir lieber ein bisschen am Strand entlang und hoffen auf das Biom, das wir suchen. Ja. Die nehmen wir mit. Wir haben so hellgrüne weißliche Beeren. Blaue haben wir. Und rote. Wo sind eigentlich die Spawner hin? Ich brauche unbedingt einen Monster-Spawner. Ich kann zwar keine Spawnfallen bauen, aber irgendwie das muss ich doch hinkriegen dann. Ich werde nachschauen. Die beste Monsterfalle. Ja, da kann ich auch ein bisschen Technik wieder lernen. Redstone. Oder das mit Ender Io. Wir haben hier ein Beckenwald. Schauen wir kurz in die Höhle. Nix. Nochmal so eine schöne Blume. Was ist denn hier los?
Mann, dieser Mod, der verwöhnt mich so. Gib mir doch mal eine irgendwas. Ein Spawner, einfach ein Spawner. Vielleicht bin ich ja auch eine Portal Gun oder so etwas, was ich ständig schon ersehne. Da ist ein rotes Biom. Das ist Tundra. Das ist doch ein normaler Baum. Ja. Ach, schade. Ich hätte gerne so ein rotes Laub. Wenn man es mit der Schere abbaut und dann hinpflanzt, ist es auch grün. Im normalen Biom. Ebene. Oder Wald, wo wir sind. Das ist das Problem. Oh, Schlangen. Aber in einer Tundra gibt es doch gar keine Schlangen. Bird of Paradise, das ist die Blume, die ich so gerne habe. Ah. Immer in diesen Blumengeschäften hat es die. Was ist das für ein Biom? Oh, aber haben wir Dark Oak schon? Nein, oder? Doch, oder? Ich gehe jetzt zuerst da drüber. Wo haben wir Dark Oak gefunden? Nirgends. Brauchen wir unbedingt? Also vor allem habe ich es noch nicht angepflanzt. Conferous Forest. Hey. Danke. Hallo? Ich brauche ein Boot. Gib mir diese Dark Oak Setzlinge. So. Ja, was ist denn mit Boot los? Nein, nein, nein. Stirb. Böses Boot. Ah, ich liebe diese Bäume irgendwie zu fällen. Schön schematisch. Also, 8, 12 sollten wir schon nehmen, was nicht alle immer so viel Setzlinge geben. Ja, das ist ein Algenblatt. Fünf, ja, zwei Bäume können reichen, wenn es dann geschafft zu spawnen, also, ja. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich den Baum dort auch fällen, damit alles Laub runterkommt.
recht viele Setzlinge runtergekommen. Zehn. Ich denke, das reicht. Ich werde hier einen Waypoint machen, falls wir doch mal holen müssen. So. Und dann gehen wir weiter. Wir haben 12, gut. So, wir haben... Was ist denn da? Das ist ein einäugiger Vogel auf der Seite. Also wir haben hier Frostbiom, dann gehen wir lieber in die andere Seite. Und schauen uns dort ein bisschen um. Wir finden sicher was. Gut. Schneller. Ich will den Part noch ein bisschen füllen. Nochmals ein bisschen... Ja, Redwood Forest. Weiß sonst nicht, was das noch sein könnte. Der verstaubte Müll. Der neblige Müll. Ja, a red food for us. Haben wir? Nein, wir haben noch die noch nicht geholt. Hä? Viel zu hoch, ich kann nichts fällen. Möchte ich das? Kastanie. Habe ich auch schon im Kopf gehabt, bevor ich es anschalte. Also, der ist relativ klein. Der Dwarf-Elt ist giftig. Oh ja, das ist ein schöner Abschluss vom Park. Machen wir kurz den Baum kaputt. Und dann gehen wir zum Dörfchen. Ja, gut. Wenn du halt rückwärts läufst, obwohl ich seitwärts laufen will, dann fährst du halt runter. So. Hallo? Blödes Blatt im Weg gewesen. Ja, es ist ein Blatt im Weg. Ich muss das Blatt wegnehmen. Total. Gut, two hour ladies. Two hour later. Later. Wir haben two later. Gut. Noch ein Blatt mehr gewesen. Three hour later. Five hour later. Wieso geht ihr nicht kaputt und gebt mir einfach ein paar Setzlinge? Hey, geht's noch? Hallo. Treibt's. Es will einfach nichts kommen. Ja, jetzt geht ihr kaputt. Genau dann, wenn ihr... Wenn ich oben bin. Ich
die Axt ist auch schon kaputt. Gut, dann zurück. Bis zum Roten. Jetzt. So. Gut, diesen Mammut Bam endlich gefällt. Das geht mal gar nicht. Jetzt haben wir viel Holz. Ganz viel Holz. Ja, sicher auch ein schönes Holz für... Ja. Da habe ich auch wieder eine gute Idee. Wenn wir so viel Holz haben, können wir den Baum ein bisschen Boden machen. Ja, ja. So, schauen wir uns um. Alles rettlich. Nix gar gut hier. Hey, hey, hey. Ja, also, dieses Haus muss abgerissen werden. Ich brauche das Baumaterial. Tschüss. Dieser Part geht länger, ich weiß. Ich bin süchtig danach. Weil ich so süchtig danach bin. Boni. Danke. Also, wie viel Mal bin ich jetzt heruntergefahren? Zu viel, zu oft. Okay. Fragezeichen. Ah, das muss ich haben. Zitrusholz, Psan. Ja, Fragezeichen. Gut, haben wir Eisen? Ja, wir haben Eisen. So, dann schauen wir kurz wegen dem Platz. Könnten wir hier noch reintun. Was wird raus? Schade. Es geht alles mit, sehr schön. Und hier eine Wasserlilie müssen wir nicht haben. Silberlinde setzen. Okay. Wir sind voll. Könnten wir hier noch was machen? Ich möchte kurz noch handeln. Mit dem Fram hier. Schwarzeichensetzlinge. Was wolle? Wolle. Einen Villager Backpack. Na gut. Da ist niemand drin. Ja. Da drüben haben sich irgendwo auch noch ein paar. Hallo, wo seid ihr? Was ist das? Korn.
Bauen haben wir schon, oder? Corn Seeds. Ja, ja. Also, wir teleportieren uns zurück. Dorf Red. So ein bisschen Orangenrot. Villa. Wir haben gut erlebt, wir sind weit Ding und müssen uns halt zurückporten, weil wir, wenn wir zurücklaufen, finden wir noch viele andere Sachen, müssen Sachen rausschmeißen. Also nicht so gut. Also, ja. Ich werde schauen, dass ich die Bäume noch anpflanze. Ja, können wir dann im nächsten Part gemeinsam machen. Und, ja, wir müssen so langsam echt ans Bauen kommen, aber müssen wir wieder viel Marmor suchen. Ja. Okay. Dann sehe ich mal verzaubern. Gut. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss.